Gut, gut, gut. Ich habe gerade drei bekommen, ne? Oh, wir kriegen ganze drei Eier dafür. Auch sehr gut. Nein, die machen wir gerade gespielt. Ich brauche eins mit Eiern. Uff, Autsch auf Doppel-GP-Morms würde mich auf jeden Fall sehr reizen, auf jeden Fall. Und Platz bei 48 Eier, Leute. Schaffen wir es auf Doppel-GP-Morms oder Platz bei? Ja, und Platz bei schaffen wir, glaube ich, nicht, oder? Worauf habt ihr Bock? Doppel-GP-Morms auf Autsch oder um Platz bei? Und dann natürlich müsst ihr euch jetzt trauen. Geht der Bug noch? Ich glaube nicht. Ich glaube, der wurde behoben. Was passiert, wenn man einen Affen aufhebt und gleichzeitig auf T5 macht? Das ist eine sehr interessante Frage, you sort. Werde ich mir mal aufschreiben. Aber ich denke, der Heli wird. Das ist meine Vermutung, der Heli wird stoppen. Doppel-GP und Platzbar-GP und Platzbar und Platzbar und Platzbar und Platzbar und Platzbar. Und Platzbar. Pff, weil ihr habt aber Eier, wa? Na dann, let's go. Und Platz machen. Ich werde kein Continue bezahlen. Vergiss es. Aber auf jeden Fall alle, die schon Champs gespielt haben. BlackPash24, Basti und FoxyFix GMG. Drei Leute, für die fast, die ich glaube ich noch nie gelesen habe. Sehr cool auf jeden Fall, dass wir haben neue Leute hier drin. Oh, wir haben nicht mal ein Leben. Also nur ein Leben halt. Ich glaube nicht, dass wir uns Benjamin kaufen sollten, huh? Gleich am Anfang. Dann haben wir keine Defense. Ah, ich bin unsicher. Und Platz war ein bisschen schwieriger. Verdammt, ich hätte diese Affen ausmachen sollen. Na, das Problem ist tatsächlich, wir können Benjamin nicht an den Anfang setzen. Das geht nicht. Oder? Kann ich das? Also wenn mehr Leute vielleicht was spenden würden, dann würde es vielleicht funktionieren. Aber muss auch nicht sein. Je früher wir Benjamin, aber wir haben gleich grüne Balloons. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. Der Batman hat eine Fähigkeit bekommen. Ausrufezeichen Update, Alex Bader. Wusste ich schon. Ja. Haben wir schon vorgestellt. Der schwarze Ritter ist irgendwie sehr nice, dass er das bekommen hat. Okay. Super. Wir probieren es, Leute. Wir probieren es. Ob es das bringt, weiß ich nicht. Vielen Dank für euer Geld. Wir werden, da wir eh schon ein Dings jetzt drauf haben. Na, mal schauen. Er hat noch ein 1-3-0 Insta-Affen gesetzt, alles klar. Gut, so kann man es natürlich auch machen. Ne? Man kann auch Insta-Affen setzen, das ist auch möglich. So, vielen Dank erstmal für euer Geld. Ich werde euch natürlich über die Zeit noch etwas mehr zurückgeben. Das Lustigste am neuen Affen ist, ich habe früher gedacht, dass man den Affen aufschauen kann, jetzt ist es real. Geil, oder? Pokémon Pro. Finde ich auch. Also sie haben wirklich auf die Community gehört, was die für Ideen hatten. Und haben es umgesetzt, was ich echt cool finde. Koop, Autsch und Platzbar. Was passiert, wenn man einen Affe aufnimmt und dann den Helikopter verkauft? Dann wird der wahrscheinlich dahin gesetzt, wo er ist, oder halt zur nächsten Möglichkeit, wo er hinsetzbar ist. Ich habe vor kurzem Zeit Tuck-Kekse. Ihr kennt die Tuck-Kekse bestimmt. Die Dinger. Ich glaube, das ist auch mit Paprika-Geschmack. Ohne Witz, super geil. Tuck mit Paprika. Göttlich. So. Eine Runde kriege ich noch Geld. Haben wir noch mehr? P2 hat noch Benjamin. Ich denke, der unendliche Geldbug ist bereits behoben. Danach Gyms. ich glaube nicht. Geht der Geldbug noch? Ich denke, sie werden den gefixt haben.
Zug selber schon göttlich, das stimmt auch wieder. Mhm. Zug ist schon sehr, sehr delikat. Und mit Paprika, gibt's übrigens mit Rewe. Super köstlich. Welcher Sniper-Typ? Ich esse gerade Zuck Paprika. Zuck mit Paprika-Geschmack. So gut. Miau! Haben wir jetzt eigentlich alle Helden? Haben wir jetzt. Ich finde diesen, wenn du in Harlequin-Skin voll nice. Ich bin für 0 Textur das OP, ja. Der Inferno-Ring. Ultra stark gegen Zeppeline. Kenn ich, habe ich ziemlich viele gefressen und danach hatte ich keinen Hunger mehr auf die. Soll man sie nicht überfressen? Sollte man nicht tun. Ah, Mann. Gibt's hier leckere Sachen. Hat es bei euch draußen eigentlich auch so ein ultra geiles Wetter wie bei mir? Meine Fresse, ey. Das lädt ja gerade dazu ein, in den Park zu gehen. Zu grillen, wenn man Freunde hätte. Und das Wetter zu genießen. Wenn ich wieder ein bisschen Geld habe und reingezappt. Todeseingang. Schmeckt's lecker. Warum steht auch so das Zeichen Höhlenaffe im Titel? Weil du es so reinschreiben sollst in den Chat, Big C. Bei mir der kleine Blunzmodus nicht. Sollte aber funktionieren. Das ist immer manchmal ein bisschen tricky. Aber er funktioniert. Ich muss noch einen benutzen. Noch ein Essen. Der erste Mob kommt links. Ich finde die jetzt gut, ja. Hier bräuchten wir noch eine. Ah, hier haben wir schon eine. Dann kriegt der P4 gerade mal das Geld von mir für seine Fabrik. Hey, Anna. Wie bekommen wir kleine Türme auszurüsten, wenn ich einen kleinen in den Chat schreiben, Birgit? Pass auf, gleich ist die Packung leer. Ich habe noch eine zweite. Die ist allerdings in der Küche. Wir werden definitiv verlieren hier auf der Seite. Glaube ich zumindest. Hätte nicht mal irgendwas hier auf dem U-Boot. Eieiei. Erster Lose. Ich fände es aber noch richtig geil, wenn man die Musik von jedem BTD-Game hören könnte im BTD6. Das werden sie sicherlich nach und nach nachbringen, Pokémon Pro. Naja, würde ich nicht hinbauen. Hätte ich jetzt nicht gemacht, das würde ich mehr in die Mitte setzen. Diesen Plutonium-Reaktor. Ihn müssen wir auf jeden Fall noch weiter ausbauen. P4 brauchen wir für den Morbschläger noch etwas. Na komm, hier kriegst du mal das Geld. Nimm es. Na, einmal Morbschläger. Einmal hier, den hier verbessern. Der muss auch noch verbessert werden. Der ist auch noch nicht ordentlich. Mein Blunizu fehlt auf jeden Fall auch noch. Noch eine Alphabik, weiß ich nicht genau. Ich bin im Osterweg komplett durch GZ-Blitzi. Ich hatte meist eigentlich schon 50 Millionen Popguns, aber der kleine Blutsmodus geht trotzdem nicht. 50 Millionen ist über Runde 100 gewesen. Du musst es bis Runde 100 schaffen, Auske. 50 Millionen hast du dann locker über Runde 100. Du brauchst es bis Runde 95 oder so, oder 100. Ausrufezeichen klein, habe ich es gesagt in dem Video. Machst du dann wieder zu einem Heli-Ding? Wieso? Habe ich ein Ausrufezeichen Update schon gemacht? Ja, easy. Easy. Okay, nächste kritische Runde ist Runde 63. Wobei Runde 60 auch nicht ganz uneinfach sein, einfach sein muss. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommen diese Bloons her? Die Zeppeline. 60 könnte, kommt von oben oder von links. Warum ist alles so klein? Auch so ein klein. Klein. Kra, kra. Klein, klein.
Kannst du mir deine Strategien für Gyms empfehlen mit Gwendolyn? Ich würde Gwendolyn wegmachen und würde Oban benutzen. Und da die Zorndruiden-Taktik oder die Shinobi-Taktik. Mit dem Großmeister-Ninja. Sehr, sehr empfehlenswert. Du bist der beste YouTuber. Ich danke dir. Ich will Downhill fahren. Welchen Skin für Benjamin findest du besser? Den ich benutze hier oben. Den, DJ. Danke für den Hinweis. Kein Ding, Auske. Ausrufezeichen klein. In dem Video habe ich es gesagt, wo man den kleinen Bloons-Modus bekommt. Wie man ihn denn genau bekommt. Ich würde tatsächlich erstmal gerne einen Magier setzen wollen mit Arkannägel. Dummerweise. Ah, die Frage ist, wohin, wa? Ist eine sehr gute Frage, wohin? Kann das Heli einen Flugzeugaffen tragen? Nee. Kann das Heli. Das ist unlogisch, Leute. Ihr solltet mir ein bisschen nach Logik gehen. Der ist immer noch auf 000. Verstehe ich nicht. Das ist doch schon ausgelutscht. Was ist ausgelutscht? Kannst du mir einen Tipp geben, wie man schnell levelt? Ausrufezeichen Erfahrung, Sakulare. Hey, I clap you, hey, Till. 60 kommt immer von links. Oben. Also hier. Okay. Der Geldbug wurde behoben. Oh nein. Ach, schade für euch Bug-User, wa? Ein Helikopter ist eine gute Sache. Ich glaube, ein Helikopter ist sehr wichtig. Was aber auch wichtig ist. Ihr seht übrigens, die Hitbox ist immer noch gleich. Ihr seht, dass ich die nicht einfach direkt daneben setzen kann. Ich finde Kampfflugzeug gar nicht verkehrt. Jetzt fehlt nur ein Strecke- und Runden-Creator für die Challenges. Jetzt fehlt nur noch ein Strecken- und Runden-Creator für die... Achso. Grundsätzlich Strecken-Creator, so ein Workshop, ne? Fände ich mega gut. Der ist immer noch 000. P4, hast du dein U-Boot vergessen? Zeig mal den neuen Affen. Ausrufezeichen Höhlenaffe. Warmer Eistee. Den Bug mit dem Gap war schon immer scheiße. Ja. Es war mal ein nettes Gimmick, einfach um auch zum Beispiel Bill Grades zu machen. War ein cooles Achievement. Oder eine coole Möglichkeit, dieses Achievement. Wow, das ist natürlich mega gut. Die tödlichen Nähe und Langleben nehmen beides super gut. P4 hat gute Ideen, muss man sagen. P4 hat sehr, sehr gute Ideen, wie man hier was spielt. Wie man hier was rein. Jetzt am besten hier noch. Ja. Die beiden auf langlebige und oder tödliche Nägel. Und wir mega. Aber die, ach nee, die haben was anderes, okay. Haben sie gar nicht. Ich werde mein Geld tatsächlich gerade nur P4 geben in den Rachen. Rachen schmeißen. Sobald ich mein Ninja aufgerüstet habe. Was ist mit den Ostereiern? Wie meinst du das? Warum geht klein nicht? Geht Ausrufezeichen klein, aber lass dem. Um 16:54 Uhr wurde die Nachricht schon geschrieben mit klein. Guck da einfach am besten mal nach. Be careful! Again, again! Welcher Bug, dass man unendlich Gold bekommen? Ausrufezeichen Bug, dass man unendlich Gold bekommen konnte mit dem in Kombination mit dem Eisaffen. So, auf jeden Fall gut, dass ich hier dieses Achievement dadurch bekommen habe. Wo haben wir hier Bill Grades? Ja, schicke einfach benutzen auf einmal 500.000 Gold im Koop. Fand ich wirklich gut, diesen Bug. Dafür habe ich ihn gerne benutzt. Um einfach meine Zeit nicht zu verschwenden. Da! Ah! Ich hab doch gesagt, wir werden diese Mission wahrscheinlich nicht schaffen. Mir fehlen noch 20 Eier. Nice. Es laggt dein Streaming-Dienst bei mir. Ich will nicht sein, dass du schlecht erinnert hast. Ich habe keinen einzigen Flame-Loss. Ich habe 30 Bilder ganz am Anfang verloren. 30 Bilder. Das ist eine halbe Sekunde, die ihr seht. Und ansonsten müsst ihr bei YouTube einfach mal ein bisschen die Qualität nach unten stellen. Wie lange geht das Oster-Event noch? Klick mal einfach oben rechts auf das Osterei im Hauptmenü und da siehst du die verbleibende Zeit oben rechts. Warum setzt du sowas? Achso, wegen dem. Alles klar, vergiss es. Okay. Interessant. Wir haben hier noch 3600 Dollar, hier noch 3200 und hier noch 900. Das Geld läuft auf jeden Fall nutzen, bevor wir die Runde starten.
Jetzt fehlt so ein Joker-Skin. Wieso? Warum wirft der Nagelwerfer nur auf bestimmte Orte? Weil er gesagt hat, er soll klug werfen. Ne? Den Mechanismus klug. Kannst du machen, sobald du die Nagelfabrik auf clevere Nägel geskillt hast. Wir haben nur noch 4.700 Dollar. Also entweder ihr spendet das alles einer Person, zum Beispiel P4 oder P2 oder P3. Ansonsten... Gott, ey, da kriege ich echt Pickel. Das ist der Grund, warum ich nicht bezahlen werde. Wie kam mit dir Koop? Ich bin auch tatsächlich ein Koop, Stefan. Kannst du mal eine Runde mit kleinen Turm machen und da deinen schwarzen Sonnentempel? Irgendwann sicherlich Lumo, ja. Ich meinte, weil ich mir BT6 an Ostern hole. Ach so. Nee, da ist es schon vorbei. Ach nee, ist es nicht. Ich glaube, es geht noch 7 Tage oder so. Wie wär's, wenn ihr einfach mal im Chat hochscrollt, Leute, statt immer wieder den neuen Command zu schreiben? Falls ihr das wissen wollt. Ne? Das wurde nämlich schon 1000 Mal geschrieben. Statt den Bot zu belasten. Ich glaube tatsächlich, das würden wir nicht schaffen, diese Runde. Ich glaube, wir haben einfach zu viel Müll gebaut. Ja, 2 Nagelfabriken hier, da ist ein Ingenieurapfel, hier ist ein komischer Nageltypi, da ist ein Sniper, ein paar Wurfballaffen, da ist eine Kanone, ich habe einen Affenflieger ausgebaut, ich bin eigentlich ein Mist. Also hier ist so viel Müll gebaut, unglaublich, dass wir das wahrscheinlich nie im Leben schaffen werden. Egal, ob wir noch 100 Continues haben. Ich werde ein Continue bezahlen, okay? Eins bezahle ich. Ein einziges. Wir werden aber... Wir müssen einfach Müll verkaufen. Am besten, naja, Apache Prime wäre schon ganz cool, ne? Aber dafür fehlt wahrscheinlich noch 30.000 Gold. Der hat 10.000, wir haben 5.000, 15.000, 20.000. Wir wollen noch ein bisschen Müll verkaufen. Sowas wie das hier ist absoluter Müll. Weiß nicht, wer sowas hingebaut hat. Also finde ich derzeit irgendwie so ein bisschen nicht ganz so praktisch. Weil er halt einfach nur eine Richtung abdeckt. Ich finde es immer ganz praktisch, alles abzudecken. Sowas wie hier Plutonium-Reaktor direkt in der Mitte. Der Plutonium-Reaktor ist zum Beispiel auch absoluter Crap. Ja, warum ist der nicht genau in der Mitte, um alle 4 Strecken abzudecken? Verstehe ich zum Beispiel nicht. Bastiat, ja genau, wunderbar. Na, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Gold, was wir ihm spenden können. Wenn er hier seinen Apache Prime macht, wäre das voll cool. Nee, stattdessen macht er euch einen Superaffen. Uff. 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 Ja, das geht doch nicht, seine verkackten panzerbrechenden Pfeile. Ah, ich werde irre, ey. Gut, dann werden wir auf jeden Fall einen Affensturm nutzen. Wir werden es nicht schaffen. Ich wollte erstmal gucken, wie weit wir kommen. Bevor ich sage, okay, wir schaffen es definitiv nicht. Ich mag die X3X-Drohne, wenn man sie oft platziert. Ich auch. Also 2-3-0-Droide finde ich super gut. Ah, ich hätte es nicht benutzen müssen. Ah, ich bin so schlecht. Oh Gott. Ah, wir haben 163 geschafft. 3 Continues. 2 Super-Abschirme, wovon einer absolut nutzlos war. Aber wir haben es geschafft. Hier, ja, ne, das ist wichtig. Der da ist wichtig. P4, komm schon. Wie findest du den Höllenaffen? Ich finde den Höhlenaffen. Höhle, nicht Hölle. Das ist ein Höhlenaffe. Der Affe kommt nicht aus der Hölle. Ja, ist ein nettes Gimmick. Aber mehr auch nicht. Deine Stimme ist angenehm. Ich danke dir, Underground. Wie kriegt man den Modus? Ausnutzen klein oder guck einfach mal in den Chat. Da ist auch ganz oft vom Stream Elements Bot geschrieben, wie man den Affen bekommt, den Dings bekommt, den Modus. War gerade 4 Stunden Fahrradfahren und jetzt nicht. Nice, wo bist du denn hingefahren? Total neid, dass du 4 Stunden gefahren bist. Ich hätte auch gern so viel Motivation. Kannst du mal in einem Video eine Allergen vorstellen? Habe ich schon gemacht. Ausrufezeichen. Keine Ahnung. Guck mal in die Stream-Beschreibung. Da gibt es eine Playlist über
Gibt's denn eine Playlist über Kräfte? Muss man ja mal gucken. Affen müssen Turmvorstellung. Tatsächlich, nö. Wo ist es? Modis, sonstiges. Hä? Nicht doof. Eieiei. Fehlen mir denn tatsächlich Playlists? Tja, witzig. Das ist, glaube ich, wichtiger, ihm das Geld zu geben. Statt meinen Ninja-Affen da aufzurüsten. Haben wir das hier irgendwo? Lass mich kurz gucken. Kräfte, Kraft. Gibt's davon überhaupt was? Bloons? Ich bin der Meinung, es gibt auch eine Playlist dafür. Keine Playlist im Bezug auf Bloons? Ah ja, interessant. Du hast aber auch BT6 euch nicht gefunden. Nee. Ich glaube, YouTube spackt mal wieder rum. Es gibt irgendwo Kräfte. Such oder Kräfte. Schauen wir mal. Affen wissen Kräfte. Nö. Wie heißen die Dinger denn? Kräfte eigentlich, schon richtig. Kraft? Muss wenn dann ein einzelnes Video sein. Ansonsten guck mal in der Streambeschreibung, findest du eine Playlist für besondere Videos von BTD6. Wahrscheinlich wird das Video dort drin sein. Wird dort drin schlummern. Ich habe einen Sekret gefunden. Was denn für ein Sekret? Ach Gottchen. Ich bezahle nicht mehr. Mag es, wenn du aussagst. Ach, das gibt Schlimmeres. Wenn die Towers zu klein sind, da kann man doch richtig viele platzieren, oder? Ne, die Hitbox ist gleich. Wie heißt das? Heißt, dass alle Affen zu klein sind? Außer, würde ich einen Kleinen in den Chat schreiben. Kannst du mal kurz machen. Machen wir gerade. Und wie du siehst, verlieren wir. Hast du schon mal das 3-2-X-Boot versucht? Das ist ja gebufft worden. Nee, noch nicht. Was kann der Höhlenaffe? Schaden machen. Gut, haben wir nicht geschafft. Schade, keiner von euch benutzt ein Continue. Schade um mein sauber verdientes Geld, wenn ihr keine Continues mehr benutzt. Ich weiß, Foxy Gaming hat benutzt. Aber all die beiden anderen haben keins, nicht ein einziges Continue benutzt.